Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht zu neuen Features in Fortnite, welche ihr euch gerne mal wünschen würdet? Denn ich werde euch heute 5 Features in Fortnite vorstellen, die sich wahrscheinlich viele von euch wünschen würden. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da und ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr weitere Videos derart nicht verpassen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, wir sehen uns nach dem Intro. Yeah, people come, yeah, people go. Bevor das Video richtig anfängt, mache ich es genauso wie im letzten Video auch. Ich werde wieder 3 Kommentare raussuchen, um mich nochmal persönlich bei den Zuschauern zu bedanken. Also willst du beim nächsten Video im Video gezeigt werden, dann schreib einfach irgendeinen netten Kommentar und mit etwas Glück bist du dann auch im nächsten Video. Der Akino schreibt, wow, ich bin erst seit ein paar Videos dabei und bin schon extrem geflasht. Lies Kommentare vor, erklär es kurz und sinnvoll deine Tipps und fertig. Keine Werbung und keine auf 10 Minuten gestreckten Videos. Hashtag neuer Liebling. Vielen, vielen Dank, Akino, Bro, dass du am Start bist und ich freue mich echt, dich in meiner Community zu haben. Und ehrlich gesagt, würde ich niemals freiwillig irgendwie meine Zuschauer ausnutzen und dementsprechend meine Videos auf 10 Minuten einfach so zu strecken, um einfach 5-mal Werbung zu schalten. Ich finde, es ist schon ein Dank genug, dass ihr euch wirklich die Zeit nehmt und auf mein Video klickt und euch das gerne anschaut. Das Einzige, was ich erreichen möchte, ist, euch vielleicht ein bisschen weiterzuhelfen und vielleicht das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und nicht, um 5-mal Werbung zu schalten, um mir dann ein geiles Leben zu machen. Auf jeden Fall, vielen Dank, machen wir weiter. Mein C2W schreibt, deine Videos sind mega geil. Bin 3-mal bei dem Platz 1 gelandet und hab 2-mal Solo gewonnen. Danke für den Tipp. Hatte dort lilane RPG und legendäre Ska. Ich liebe deine Videos und Tipps. Mach weiter so, bitte. Freut mich auf jeden Fall, dass mein Tipp-Video dir auf jeden Fall weiterhelfen konnte. Und danke für deinen Support, Bruder. Freut mich mega, dass du mit am Start bist. Der Driver Leon Royal schreibt, bin neu. Es macht so Spaß, dir zuzuschauen. Deine Videos sind sehr lehrreich. Mach weiter. Vielen, vielen Dank, Driver Leon Royal. Freut mich auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das Video, oder? Natürlich muss dieses Feature unbedingt, Tom, und zwar rede ich über das First-Person-Feature. Ich meine, es ging schon die ersten Animationen rum über dieses First-Person-Feature. Allerdings wurde noch nichts offiziell bestätigt, aber trotzdem hoffe ich auf jeden Fall, dass dieses First-Person-Feature auf jeden Fall kommt. Denn ihr müsst euch vorstellen, das Spiel wird dadurch viel aggressiver und deutlich spannender. Es gibt keine Camper mehr, die jetzt irgendwo ganz oben in ihren Towern sitzen, weil sie halt selbst mit ihrem Kopf pieken müssen, um irgendetwas zu sehen und haben nicht einfach, wenn sie sich hinsetzen, alles im Blick. Das müsst ihr euch mal so vorstellen. Im Busch kann man kaum was sehen und man kann nicht einfach irgendwo chillen und warten, bis ein Gegner kommt, sondern man muss sie wirklich suchen gehen. Also ich würde mich mega freuen, wenn sowas reinkommt, weil es einfach den Spielstil in Fortnite noch mal etwas aggressiver macht und somit auch spannender. Wenn ihr auf jeden Fall noch weitere Features im Kopf habt, die ich jetzt zum Beispiel nicht nenne, dann schreibt die auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Ich liebe es, Kommentare zu lesen. Vielleicht sind da richtig coole Ideen dabei. Das zweite Feature, was ich auf jeden Fall mal nennen möchte, ist auf jeden Fall das Kamera-Replay-Feature. Was ich damit sagen will, ist, dass man einfach im Nachhinein, wenn man Runden gespielt hat, auch noch selbst ein Replay hat, wo man nochmal in die Runde reingehen kann und sich nochmal anguckt, wo war mein Fehler, wo kam der Gegner her. Und man halt nicht noch in der Spielerperspektive sein kann, sondern auch irgendwo die Kameraperspektive ändern kann, sodass man auch richtig coole Videos produzieren kann, was auch für die YouTuber sehr vorteilhaft wäre. Man könnte viel geilere Montagen machen, man könnte auch viel angenehmere Videos produzieren, die einfach höhere Qualität haben. Das nächste Feature, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde und wahrscheinlich viele von euch auch, wäre ein Trainingsmodus in Fortnite. In Fortnite sowie auch in PUBG gibt es bisher keinen Trainingsmodus. Damit meine ich, dass man zum Beispiel seine eigenen Maps erstellen kann, wo man zum Beispiel einfach Bots hinstellt mit einer verschiedenen Schwierigkeitsstufe, wo man einfach das Aiming trainieren kann oder zum Beispiel das Granatenwerfen trainieren kann. Ich finde, Rette die Welt-Modus ist nicht wirklich ein Trainingsmodus, weil es einfach kein Stück so ist wie der richtige Battle Royale Modus. Ich finde, man sollte da noch irgendwie verschiedene Modis hinpacken, wo man noch ein bisschen trainieren kann, wo man das Aim optimieren könnte, ohne jetzt wirklich in eine Runde zu joinen und nicht wirklich viel zu lernen, wenn man direkt von hinten abgestoppt wird oder so. Das nächste Feature, was ich mir sehr wünschen würde, wäre ein einheitliches Spray-Pattern beziehungsweise ein Spray-Pattern, was immer gleich ist. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Schüsse, wenn man auf jemanden drauf aimt, nicht random irgendwo hin sprayen. Dass es immer der gleiche Ablauf ist und man somit gegen die Waffe gegenlenken muss, um wirklich perfekte Schüsse zu landen. Deshalb ist es so, du kannst wirklich mit dem Fadenkreuz perfekt auf dem Gegner sein, aber du musst nicht wirklich hitten. Deswegen kommen auch die Sachen zur Stelle, wie zum Beispiel bei der Shotgun, die einfach auch ein Spray-Pattern hat von 7 Kugeln und einfach nur eine in den Kopf geht, weil das Spray-Pattern so random ist, dass nur eine Kugel auf den Kopf fliegt und man somit noch 7er oder 9er Damage macht. Und ich finde, wenn man das noch hinzufügen würde, könnte man sich als guter Spieler besser hervorheben. Weil ich finde, sonst ist das sehr viel mit Glück auch bei der Shotgun. Ich meine, jeder von uns kennt mittlerweile schon die
Fortnite-Map in- und auswendig. Wir spielen täglich darauf, jede Runde haben auch schon einen bestimmten Spot, wo wir landen. Wir kennen einfach alles. Also was würde das Spiel interessanter machen? Richtig, Abwechslung. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall eine neue Map wünschen. Ich meine, Epic Games fügt immer wieder neue Städte hinzu, aber irgendwann ist es auch nicht mehr so geil. Ich finde wirklich, man sollte mal wieder eine neue Map rausbringen, aber ich habe schon etwas gehört über eine Wüsten-Map. Also wäre auf jeden Fall extrem geil, würde die Spannung so steigen und ich hätte wieder so hart Anreiz, dieses Spiel zu spielen. Und ich würde sagen, das war's auf jeden Fall fürs heutige Video. Wenn alles klappt, sollte, gibt es morgen noch ein Video, also Glocke aktivieren, um dieses nicht zu verpassen. Ich danke euch für den Support in letzter Zeit. Wir sind einfach mittlerweile 19.000 Abonnenten. Es ist der helle Wahnsinn. Ich danke euch. Es macht mir so Spaß, Videos zu produzieren. Und ich hoffe, ich kann euch weiterhin unterhalten. Auf jeden Fall hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.